Jetzt haben Sie gesagt, just for fun ist schön, dass man nicht so der erzieherische Gedanke dahinter steckt. Ich habe jetzt aber gemerkt hier auf der Pressview, dass doch viele Spiele sehr ins Pädagogische reingehen. Dass es auch so ein Trend ist, dass die Kinder schon ans Programmieren rangezogen werden und an verschiedene strategische Dinge, auch an Berufe. Würden Sie das so aussehen? Und wenn ja, ist da nicht auch die Gefahr, dass so dieses Spielerische auch ein bisschen verloren geht? Nein, das sehe ich eigentlich nicht, denn die Funktionalität des sogenannten Edukativen hat es schon immer gegeben. Und Spielen kann ja ganz besonders ideal dazu hergenommen werden, um Kindern auf spielerische Art etwas beizubringen. Ob es Zahlen sind, ob es Buchstaben sind, Sprachen, Erlebniswelten etc. Das alles wird ja durch solche Spiele angeregt und ist eine Funktion des Spiels. Kann man aber trotzdem sagen, dass das Pädagogische sehr stark ist in dem Jahr? Ja, es kommt vor allem darauf an, in welche Gegend wir gehen. Wenn wir uns in Europa im nördlichen Teil bewegen, dann ist der erzieherische Aspekt und auch der Qualitätsaspekt sehr, sehr hoch. Gehen Sie nach USA, dann steht Just for Fun im Vordergrund. Und gehen Sie mehr nach Asien, dann ist ganz, ganz wesentlich, dass die edukativen Komponenten nach vorne getrieben werden.